Hallo Rollenspiele und Science-Fiction-Freunde, ich bin Nightflyer und hier geht's weiter mit Mass Effect. Wir haben in den letzten Folgen haufenweise Nebenmissionen gemacht und haben alle aktiven Nebenmissionen abgeschlossen. Uns fehlen hier noch ein paar Sammelobjekte, zum Beispiel Liga-Medaillons, ein Salarianer-ID-Tag fehlt hier noch, drei Asari-Schriften fehlen noch. Wir haben alle Gase, wir haben uns fehlen aber noch eine Menge Leichtmetalle, Schwermetalle und selten Erdmetalle. Selten Erdmetalle. Da fehlt ein E. Wahrscheinlich. Selten. Ja, ist auch egal. So, Proteane-Artefakt fehlen uns noch 4 und uns fehlen noch 2 Turianer-Embleme. Vielleicht finden wir die noch im Laufe des Let's Plays. Das wäre natürlich schön. Aber wir haben keine Nebenaufgaben mehr. Das bedeutet, wir müssen uns jetzt endlich wieder unserer Hauptmission widmen. Und ich würde sagen, wir werden zuerst nach Pheros reisen. Der Planet wird von den Geth angegriffen. Und die haben die Kolonie Pheros angegriffen. Ihr Primärziel lautet, in der Kolonie Zeus Hope herauszufinden, was Zaren vorhat und warum er die Geth-Truppen auf diesen Planeten geschickt hat. Untersuchen Sie Pheros, um herauszufinden, warum die Gäste die Kolonie angegriffen haben. Das machen wir. Ich weiß noch gar nicht, wen wir mitnehmen werden. Muss ich mir gleich nochmal überlegen. Wen nehmen wir denn mit? Pheros. Da. Im Attica Beta Cluster. Und da ist Pheros im Theseus-System. Ja, der Flug durch das Massenportal immer wieder spektakulär. Ich würde sagen, wir scannen erstmal ab den Planeten Logan. Okay, da haben wir nichts zum Scannen. Dann haben wir hier Quana. Den können wir erkunden. Gefrorene Oberfläche. Leichtmetallvorkommen, Kobalt. Dann haben wir hier Sharing. Auch den können wir wieder erkunden. Und wir finden eine proteanische Datendisk. Sehr schön. Und hier haben wir noch Sitau. Aber hier gibt es wiederum nichts. Ich scroll den Text noch nach unten, damit ihr den komplett lesen könnt. Könnt ihr dann ja auf Pause drücken und dann durchlesen. Und hier ist Pheros. Und den lese ich vor. Das Unternehmen Exogeny hat auf Pheros eine Pilotkolonie gegründet, um die proteanischen Ruinen zu erschließen, die 2/3 der Planetenoberfläche bedecken. Die Atmosphäre ist extrem staubreich und die Fortbewegung zu Lande wird durch die meterhohen Trümmerschichten erschwert. Es gibt Hinweise darauf, dass Pheros früher eine sehr viel kältere Welt war. Pheros hat 2 Monde. Orkan, der Vater und Vadet. Okay, im Jahr 2178, also ich glaube vor, wann spielt das hier nochmal? 2183, okay. Vor 5 Jahren wurde das erschlossen hier, 300 Bevölkerung. 10 Grad Celsius ist die Oberflächentemperatur, also nicht so besonders warm. Und 30,3 Erdstunden Tageslänge. Gut, wir landen mal. Ja, und der Joker hat mal wieder einen geschmeidigen Landeanflug hingelegt. Das ist immer wieder schön anzuschauen.
Und Pheros gehört übrigens nicht gerade zu meinen Lieblingsplaneten bei Mass Effect. Oder wobei, nee, den Planeten finde ich eigentlich ganz cool, aber ich mag die Quests hier nicht so besonders. Mal sehen, wir werden es hier hauptsächlich mit Guest zu tun kriegen. Wir nehmen mit... Wir nehmen mit, jetzt kann ich mich wieder nicht entscheiden. Mann. Ich hasse das. Ganz echt, also ganz ehrlich. Garrus nehmen wir mit. Oder nehmen wir... Boah, Mann. Ich würde gern Ashley und Yara mitnehmen. Aber dann haben wir keinerlei Tech. Das geht gar nicht. Wir brauchen Tech. Also Garrus muss mit. Wir können natürlich Tali mitnehmen, aber dann haben wir keine Kampfstärke. Tali und Ashley vielleicht. Dann haben wir keine Biotik. Ja, scheiße. Dann nehmen wir Yara und Garrus mit. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Okay, wir betreten Pheros. Und werden offenbar erwartet. Wir haben Ihr Schiff gesehen. Faidan möchte sofort mit Ihnen sprechen. Wer ist Faidan? Er ist unser Sprecher. Er braucht Ihre Hilfe bei den Verteidigungsvorbereitungen gegen die Gate. Sie machen einen weiteren Vorstoß. Bitte, gehen Sie nach oben, hinter den Frachter. Ey! Ihr habt ja wohl einen Schuss. Warte mal, ich muss mal kurz hier unsere Waffen ändern. Wir werden es ja hier hauptsächlich mit Dingenskirchen zu tun bekommen. Deswegen hauen wir hier mal Wolfram-Munition rein, würde ich sagen. Und hier auch. Wolfram-Munition. Warte mal, da bin ich falsch. Scheiße. Kampfscan aber richtig. Muss hier rüber. Wolfram. Und das möglichst bei allen. Wir haben keine... Doch, hier. Wolfram 5. Und bei Garrus natürlich auch. Haben wir noch Wolfram? Ja. So, das sollte gegen die Guests ein bisschen besser funzen. Das geht halt gleich zur Sache hier. Einer ist da noch. Jetzt nicht mehr, oder? Doch. Können wir da nicht mal irgendwie was machen lassen? Was ist das da? Stase? Ne, Stase ist doof. Schildboost ist auch doof. Barriere ist auch doof. Warp. Keine Ahnung. Egal. Wir haben die Schilde verloren. Okay, da waren wir gleich mal angegriffen. Und hier der Typ hier, der ist da tot oder was? Der uns empfangen hat. Zumindest sehe ich den ja nirgends liegen. Müsste ja theoretisch tot sein. Oder er ist schnell weggelaufen, ich weiß es nicht genau. Oder er ist tot und despawned. So wie die Gas hier. Ich glaube, das war es noch nicht. Und wir sind blockiert. Unser Scanner reicht also nicht. Wir haben wieder diese blöden Hopper. Die hasse ich, diese Hopper. Wo sitzt denn der?
Der ist in Stas, okay. Falsche Waffe. Beziehungsweise überhitzt. Aber hier ist noch einer, das waren zwei. Wo ist der zweite? Oder war es doch nur einer? Wir warten jetzt mal, bis die Stase aufgehoben ist. Ah, ich hätte eine Granate hinwerfen sollen. Das wäre schlau gewesen. Sicher. Ja, das ist natürlich auch praktisch. Was Liara da gemacht hat. In die Tunnel. Sie müssen gesichert werden. Aber was ist, wenn dort Gates sind? Hast du etwa Angst? Nein, ich mache es. Ich gehe dann. Okay, wir müssen erstmal diesen Anführer finden. Mit dem möchte ich zuerst sprechen. Wie ist er noch? Faidan, der Anführer der Kolonisten, könnte die gesuchten Informationen für sie haben. Alles klar, Faidan, den suchen wir. Ich denke, die Waffe können wir momentan wegpacken. Aber ich weiß nicht, wie man eine Waffe bedient. Schlag mit dem Kolben auf sie ein, wenn es sein muss. Es dürfen keine Geht hier durchkommen. Wo ist Faidan? Lederer. Wir gehen mal hier durch. Devin Reynolds. Wir werden mit allen noch sprechen, keine Sorge. Ganz ruhig, meine Liebe. Alles wird gut. Du musst nur ruhig bleiben. Frau Mädels, ihr steht mir immer im Weg. Ich muss nur aufhören. Ich möchte nur im Moment einfach zuerst mit Faidan sprechen. Da ist er. Und wir sind blockiert. Und ich überlege gerade, ob wir vielleicht... Vielleicht werden wir doch erst mit den anderen. Na, ist egal. Ach, Commander. Ich bin sehr froh, dass Sie endlich jemanden zur Hilfe geschickt haben. Sie haben sich verspätet, oder? Arcelia. Tut mir leid, Commander. Wir alle sind ein wenig mit den Nerven runter seit... Aufpassen! Es entgeht im Turm! Wir müssen den Kern der Kolonie verteidigen. Das machen wir doch gern. Da sind wir Meister drin. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder warten, bis gespeichert wurde. Ist ja schön, dass ihr hier ständig irgendwelche Speicherpunkte anlegt, aber... Das kann auch nerven. Die sind hin. Aber da sind noch mehr. Oben. Aber jetzt. Ich will nicht sterben. Bitte lasst mich nicht sterben. Na, kommt da keiner? Hatte gehofft, dass die rauskommen, aber... Ich glaube, das war's. Vorerst. Der Reich ist sicher. Oder sollen wir den ganzen Turm jetzt erstmal säubern? Ich glaube... Warte mal, da ist noch was. Okay, wir gehen mal hier hoch. Hey. Erstmal noch mal eine Granate hin. Ich
glaube, das ist noch einer hinter dem Schild, wenn mich nicht irre. Oder auch nicht. Aber irgendwo sind ja noch zwei. Sehr widerstandsfähig sind die nicht. Und offenbar ziehen sie ab. Okay, Spieldaten gespeichert mal wieder. Ja, ich glaube, dass wir mit relativ hohem Level hier hinkommen, dadurch, dass wir alle Nebenmissionen bereits gemacht haben. Wir können Faidan Bericht erstatten und ein Fahrzeug aus der Normandie entladen. Unser nächstes Missionsziel ist die Gate-Basis. Ja, gute Idee. Also die Geth haben hier offenbar eine Basis aufgebaut irgendwo. Aber bevor wir uns zu dieser Geth-Basis begeben, werden wir natürlich jetzt mit den ganzen Einwohnern noch quatschen. Aber erstmal werden wir den Faidan-Bericht erstatten jetzt. Ja, ich glaube, wir sind schon mit relativ hohem Level hier, weil wir halt viele Nebenmissionen gemacht haben schon. Wir haben den DLC gespielt, der auch einiges an Erfahrungspunkte gebracht hat. Dadurch ist, glaube ich, das Ganze ein bisschen einfacher geworden. So kommt es mir zumindest vor. Ja. Sie überrennen uns. Wo kamen die denn schon wieder her? Wo? Das war's, glaube ich. Wieso haben wir die denn übersehen, als wir reingegangen sind? Und wer hat hier rumgeplärrt? Niemand da? Okay, hier ist der Ausgang. Oder? Nee, ich glaube, jetzt haben wir uns verlaufen. Hier will ich gerade nicht hin. Da müssen wir noch hin, aber nicht jetzt. Ich habe mich verlaufen. Das ist natürlich blöd. Pack mal die Kanone weg. Scheibenkleister. Verlaufen ist nicht gut. Verdammt. Verdammt. Hier waren wir doch eben, oder nicht? Boah, hier ist ein Aufzug, aber den wollen wir auch nicht. Ja, genau deswegen bin ich jetzt auch nicht unbedingt so ein Fan von Feros. Man kann sich ja sehr schnell verlaufen, aber ich glaube, wir sind raus. Der Turm ist gesichert. Danke, Commander. Ich habe nur getan, was getan werden musste. Ich bin froh, dass Sie auf unserer Seite sind. Wir haben Sie aufgehalten. Aber Sie werden zurückkommen. Sie werden es immer weiter versuchen. Wenn Sie mir bei meiner Mission helfen, kommen hier alle lebend raus. Wir wissen nicht, wonach Sie suchen. Sie landeten und griffen uns an. Das ist alles, was wir wissen. Sie haben Ihr Hauptquartier beim Exogeni-Gebäude bezogen. Dort werden Sie vielleicht Ihre Antworten finden. Sollten wir jetzt nach Exogeni fragen? Brauchen wir eigentlich nicht. Wir wissen, dass es eben ein Waffenhersteller ist oder so. Nachkommen. Was ist Exogeni? Für dieses Unternehmen haben die meisten von uns gearbeitet. Sie haben die Kolonie gegründet. Der Skyway führt direkt zum Exogeni-Gebäude. Sie können es nicht verfehlen. Aber natürlich ist zwischen hier und dort eine ganze Armee Gate im Wege. Ja, ich meine, die stellen auch irgendwie Panzerungen her oder irgend sowas, wenn ich mich nicht irre. Ich hatte nicht erwartet, dass es einfach würde. Vielleicht kann ich dann endlich wieder dafür sorgen, dass diese Kolonie funktioniert. Okay, wir fragen nochmal nach der Geth-Basis. Was können Sie mir über die Verteidigungssysteme der Geth erzählen? Ich kenne keine Details, aber ich glaube, dass sie mehr Widerstand als am Kommandoposten aufgebaut haben. Bei Exogeni ist mindestens ein Geth-Schiff gelandet und auf dem Skyway wurden riesige Laufpanzer gesehen. Es wird ein harter Kampf.
Was muss für den Wiederaufbau alles getan werden? Die Geth müssen vernichtet werden. Arcelia hat recht. Es sind noch Geth in den Tunneln. Wir haben auch profanere Probleme wie Essen, Wasser und Strom. Ich bin mir nicht sicher, wo wir bei dieser Angelegenheit stehen. Sie sollten mit den Leuten reden, die sie beaufsichtigen. Das werden wir machen, aber wir werden ihn erstmal jetzt ausfragen hier. Kann ich Ihnen helfen, das Wasserproblem zu lösen? Macca Doyle kümmert sich jetzt um dieses Problem. Wenn Sie ihr helfen möchten, sprechen Sie mit ihr. Was ist denn mit der Stromversorgung der Kolonie los? May O'Connell arbeitet an unserem Stromproblem. Sie weiß sicher mehr darüber als ich. Sie haben eine Lebensmittelknappheit erwähnt. Devin Reynolds ist damit beauftragt, so schnell wie möglich für Nahrung zu sorgen. Wenn Sie ihm helfen möchten, sprechen Sie mit ihm. Haben Sie irgendwelche Informationen über Geth in den unteren Tunneln? Nichts Neues. Sie sind irgendwo in den Tunneln, als bewachten sie einen Transmitter zur Koordinierung ihrer Angriffe. Es ist derzeit keine tödliche Bedrohung, aber ohne diesen Transmitter könnten wir uns besser gegen weitere Angriffe verteidigen. Klingt einleuchtend. Lassen Sie uns über Sue's Hope und Pharos im Allgemeinen sprechen. Natürlich, Commander. Okay, die Kolonie und Exogeny müssen wir noch. Fangen wir mit Exogeny an, weil das hatten wir vorhin ja schon mal das Thema. Was können Sie mir noch über Exogeny erzählen? Exogeny gründete diese Kolonie. Ohne sie wären wir nicht hier. Kolonisation ist ihr Spezialgebiet. Sie finanzieren die Kolonie und wir arbeiten für sie. Ihr Hauptinteresse gilt dem Bergen von Artefakten und Ressourcen. Aber hier gibt es nichts. Zumindest haben wir nichts gefunden. Ob die Geth vielleicht danach suchen? Vielleicht. Wie gesagt, wir haben hier nichts Wertvolles gefunden. Aber vielleicht wissen die Geth mehr als wir. Die Antwort von diesem Dingens da kam mir gerade komisch vor. Erzählen Sie mir von dieser Kolonie. Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich, auch ohne diesen Terror. Das Kolonialbüro auf der Erde sagte, dass wir hier sicher wären vor den Weltraumpiraten. Die Geth hatten sie scheinbar nicht einkalkuliert. Aber trotz allem ist dies ein wunderbar friedvoller Ort. Ich habe so etwas nie zuvor erlebt. Wie groß war die ursprüngliche Pharos-Kolonie? In der Hauptkolonie lebten fast 1000 Menschen und etwa 200 in meinem Außenposten. Als die erste Angriffswelle unsere Verteidigung eliminierte, sind wir nach Sue's Hope geflohen. Ich könnte alle evakuieren. Mal gucken, was er dazu sagt. Die Normandy ist nicht besonders groß, aber ich könnte alle ausfliegen. Die Geth-Fighter sind viel zu gefährlich. Und ich lasse mich hier nicht vertreiben. Dies ist unser Zuhause. Hier gibt es Chancen auf Wachstum, die andere Welten uns niemals bieten können. Das verstehe ich. Hat man nach der Kolonie gefragt? Ja. Oder? Ich bin jetzt gerade nicht sicher, machen wir nochmal eben. Erzählen Sie mir von dieser Kolonie. Das Leben hier ist hart und entbehrungsreich, auch ohne diesen Terror. Das Kolonialbüro auf der Erde sagte, dass wir hier sicher wären vor den Weltraumpiraten. Die Geth hatten sie scheinbar nicht einkalkuliert. Aber trotz allem ist dies ein wunderbar friedvoller Ort. Ich habe so etwas nie zuvor erlebt. Wir sprechen uns wieder, wenn ich mehr weiß. Viel Glück, Commander. Okay, den Dialog hat man jetzt zweimal gehört. Mit Arcelia Silvia Martinez sprechen wir auch mal. Danke für alles, was Sie getan haben, Commander. Aber Ihr Heroismus imponiert mir nicht. Aha. Das interessiert mich nicht die Bohne, ehrlich gesagt. Kann es sein, dass Sie mich nicht leiden können? Wie würden Sie sich fühlen, wenn Ihnen alle möglichen Regierungsstellen Hilfe versprechen und Sie dann hängen lassen? Sie hätten eine kleine Flotte schicken sollen. Stattdessen kam nur ein einziges Schiff. Und Sie interessieren nur die Geth. Aber es ist die Normandy. Außerdem, dass mich nur die Geth interessieren, die Geth interessieren, stimmt gar nicht. Erzählen Sie mir bitte von sich, Arcelia. Ich arbeite für einen Sicherheitsdienst. Ich sollte die Kids davon abhalten, das Exogeny-Gebäude mit Graffiti vollzuschmieren. Aber dann ging der Terror los. Ich bin nicht dafür ausgebildet. So etwas hier wollte ich nie. Ich will nur, dass es aufhört. Dann erzähl mir doch auch noch mal ein bisschen was über die Kolonie. Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Sprechen Sie mit Faidan, wenn Sie mehr darüber wissen wollen. Was können Sie mir über Exogeny erzählen? Nicht sehr viel. Ich habe dort als Sicherheitsofficer gearbeitet. Sie waren auf der Suche nach Artefakten und anderen Dingen von Wert. Das ist Ihr Geschäft. Sie haben die Kolonie gegründet.
Dafür sollten wir ihnen helfen, irgendwelche Schätze auszugraben. Es ist nicht so aufregend, wie sie es darstellen. Was können Sie mir über die Geth sagen? Haben Sie eine Idee, wonach Sie suchen? Ich kann Ihnen gar nichts dazu sagen. Vielleicht sollten Sie sich mal bei Exogeny erkundigen. Okay. Auf Wiedersehen. Commander? Die sind ja alle nicht sehr gesprächsbereit, sag ich mal. Ich würde sagen, wir quatschen erstmal mit den ganzen anderen Kolonisten. Hier liegt ein toter Kolonist. Schon bald werden sie den Kommandoposten wieder aufgebaut haben. Bestimmt. Hier haben wir Hana Murakami. Sie haben wohl das Kommando auf dem Schiff, das gerade gelandet ist. Was wissen Sie über diese Kolonie? Wir sind erst vor kurzem hier angekommen. Sie wirkte zunächst wie eine normale Kolonie. Aber etwas ist anders. Was genau meinen Sie damit? Oh, das ist schwer zu erklären. Es ist, als ob... Nein, ich kann es nicht erklären. Sie sollten mit Faidan sprechen. Er kennt die Kolonie besser als ich. Das haben wir ja schon gemacht. Und Sie haben das Kommando auf diesem Transportschiff? Eigentlich nicht. Der Captain starb bei den Angriffen der Geth. Ich bin das letzte überlebende Crewmitglied. Dabei hätten wir nicht mal hier sein sollen. Aber der salarianische Kaufmann hatte uns ein Vermögen versprochen. Wenn nur... Aber es hätte wohl schlimmer kommen können. Was ist das Problem mit dem Schiff? Ist es nicht mehr flugfähig? Zu viele Schäden. Ohne diese Geth-Angriffe könnte ich es vielleicht reparieren. Aber wenn die Geth nicht wären, würde ich wohl auch noch etwas hierbleiben. Was genau machen Sie denn hier? Ich passe nur auf das Schiff auf. Ich will nicht, dass die Lage sich noch verschlimmert. In diesem Schiff kann man sich jedenfalls verstecken, wenn diese Geth über die Mauern kommen. Wieso kann ich jetzt nochmal fragen, was machen Sie hier? Auf Wiedersehen. Viel Glück da draußen. Okay, es hat uns jetzt nicht so viel weitergebracht. Außer, dass sie das Gefühl hat, dass hier irgendwas nicht stimmt. Wissen wir nicht mehr. Hier haben wir Ledra. Commander, man forderte mich auf, Ihnen meine Waren anzubieten. Ah, interessant. Was haben Sie denn im Angebot? Lassen Sie mal sehen, was Sie haben. Natürlich. Ich kann Ihnen sicher ein paar sehr interessante Sachen zeigen. Mhm. Wir sollten vielleicht mal übrigens mal ein paar Lizenzen kaufen. Genug Kohle haben wir ja. Sturmgewehr Thunder 9. Das muss ich mal vergleichen gerade. Ist nicht besser als unsere HMWA 7. Aber trotzdem nicht schlecht. Okay, Schrotflinte, Tornado 8. Gut, ich will jetzt hier keine Waffen kaufen. Aber ich würde mir gerne diese Lizenzen kaufen. Dann können wir nämlich auf den Kram zugreifen von der Normandy aus. Und ich glaube, wir verkaufen mal eben ein bisschen was. Und zwar alles, was hier unter Stufe 5 ist, glaube ich. Oder? Ja, alles, was unter Stufe 5 ist, verkaufen wir jetzt. Glücklicherweise ist das hier alles sortiert. Glaube ich jedenfalls. Wobei, die Waffen könnten extra sein, theoretisch. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Wir haben ja noch Wolfram 4, haufenweise. Ah, die können wir wegpacken. So, jetzt geht's mit Stufe 5 los. Jetzt will ich mal zu den Waffen kommen. Wobei, Waffen haben wir ja... Die habe ich ja schon alle weggepackt, glaube ich. Wo sind denn die Waffen? Da, Pistole. Ja, Stufe 6. Ab Stufe 6 geht das hier los bei den Waffen. Alles klar. So. Hätten wir das auch mal erledigt. Können wir hier rein? Nee. Da können wir rein. Machen wir auch gleich noch. Aber ich will erstmal hier noch mit Marsha Doyle sprechen. Ich glaube, das ist die mit dem Wasser. Oder? Ja, ich glaube ja. Tut mir leid, aber ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss mich um das Wasserproblem kümmern. Kann ich irgendetwas tun? Das Versorgungsgebäude war eines der ersten, das die Geth übernommen haben. Finden Sie die Steuerung und aktivieren Sie sie. Solange wird die Kolonie kein Wasser haben. Ich könnte Wasser einfliegen. Nein, ich glaube nicht.
Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Wir sind eine kleine Gruppe, ein Teil der größeren Kolonie. Zumindest bis die Geth angriffen. Sie sollten mit Faidan sprechen. Er trägt die Verantwortung. Er kennt die Kolonie am besten. Also hier will keiner was sagen über die Kolonie. Das ist interessant. Was können Sie mir über diesen Planeten sagen? Sie sollten nicht mich fragen. Fragen Sie Faidan oder jemanden anderes. Niemand will etwas sagen? Erzählen Sie mir von sich. Lieber nicht. Nicht jetzt und nicht hier. Helfen Sie uns oder lassen Sie es. Ansonsten muss ich mich wieder um meine Aufgabe kümmern. Ich muss gehen. Viel Glück. So, dazu sollten wir jetzt eine Quest haben. Ich guck mal eben rein, weil ich mit dem Gesprächsverlauf jetzt, der hat mich ein bisschen irritiert. Pharos Wasserversorgung sichern, alles klar, Hammer. Dann haben wir hier die Kolonisten, die können uns glaube ich nichts weiter. Greta Reynolds. Ich werde diese Position halten, falls diese Dinger noch einmal angreifen. Alles klar, mach deine Arbeit, das ist gut. Den hat man noch nicht, May O'Connell. Gute Arbeit mit den Geth. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Die Stimme passt nicht so ganz zum Charakter, aber egal. Energiezellen der Normandy. Mal sehen, was ich tun kann. Ich brauche allerdings immer noch die Energiezellen für den Generator. Ich kann ja nicht die Energiezellen aus der Normandy geben. Würde es helfen, wenn ich Ihnen ein paar Energiezellen von der Normandy bringe? Wir können sicher ein paar erübrigen. Ihr hochmodernes Schiff hat nicht die gleichen Bauteile wie unser alter Generator. Die Zellen sind nicht kompatibel. Was nicht kompatibel ist, kann man kompatibel machen, weißt du? Okay, mal sehen, was ich tun kann. Wenn ich etwas finde, während ich mich umsehe, werde ich es in Ihre Richtung schicken. Danke, Commander. Ich weiß das zu schätzen. Ja, so. Ich glaube, wir haben hier draußen mit allen... Wir gehen nochmal in diese Richtung hier hin. Aber ich glaube, da ist niemand mehr. Ne. Dann können wir nochmal da reingehen eben. Denn ich glaube, da haben wir auch noch eine Aufgabe. Mindestens eine. Quatschen wir erstmal mit Devon Reynolds. Sie haben die letzte Angriffswelle zurückgeschlagen. Sie werden zurückkommen. Und wenn die Geth uns nicht töten, werden wir verhungern. Was unternehmen Sie, um diese Situation zu lösen? Ich müsste Warenfleischvorräte anlegen, aber das ist zu gefährlich. Der Alpha-Waren ist riesig und eine echte Bestie, vielleicht Tollwut, total außer Kontrolle. Ich kann nichts unternehmen, solange er noch lebt. Okay, wir müssen also Varen jagen. Erzählen Sie mir von den Waren. Solange die Geth angreifen, kann man sie nicht jagen. Sie stürzen sich auf alles, was sich bewegt, sogar auf die verdammten Maschinen. Der große Alpha-Warren ist das eigentliche Problem. Er ist eine wilde Bestie, total außer Kontrolle. Erzählen Sie mir von Sue's Hope. Es gibt hier Wachstum, oder gab es. Aber Sie sollten mit Faidan sprechen. Er ist unser Sprecher. Warum soll ich mit Faidan sprechen? Können Sie mir nicht sagen? Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen. Sprechen Sie mit Faidan. Komisch, oder? Das ist doch komisch. Das finde ich echt komisch. Erzählen Sie mir von sich. Da gibt es nicht viel. Ich kam mit meiner Frau Greta hierher. Wir wollten Abenteuer und ein neues Leben. Das alles hatten wir uns ganz anders vorgestellt. Aber natürlich wäre alles besser ohne diese Geth. Vor dem Angriff hatten wir uns hier gerade gut eingelebt. Ich muss gehen. Bis dann, Commander. Ja, wir erfahren hier definitiv nichts von den Leuten. War hier nicht noch jemand? Können wir ja vielleicht irgendwas angucken oder so? Irgendwo war doch noch irgendwas. Hier. Hollis Blake. Bitte entschuldigen Sie, aber meiner Frau Kalanta geht es zurzeit nicht so gut. Sie muss sich ausruhen und einfach akzeptieren, was geschehen ist. Was ist mit Ihrer Frau? Diese ständigen Angriffe haben alle sehr mitgenommen. Aber sie wird sich abfinden, wie wir alle. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Nein. Sie braucht nur Ruhe und Zeit. Zeit, alles zu kompensieren. Wir werden es schon schaffen. Okay, dann fangen wir mal mit den persönlichen Fragen diesmal an. Was ist Ihre Aufgabe hier in der Kolonie?
Ich bin medizinischer Assistent, seitdem die Ärztin tot ist zumindest. Ich gebe mein Bestes seit ihrem Tod. Können Sie mir etwas über diesen Planeten erzählen? Eigentlich auch nur das, was ich vom Kolonialbüro erfahren habe, aber es ist alles etwas anders hier, als Sie gesagt haben. Es ist nicht alles schlecht hier. Wenn diese Geht erst einmal weg sind, können wir etwas viel Größeres aufbauen. Erzählen Sie mir bitte von dieser Kolonie. Ich kann Ihnen nicht viel darüber sagen. Am besten sprechen Sie mit Faldan, wenn Sie etwas wissen möchten. Warum können Sie mir nichts sagen? Ich möchte doch nur etwas über die Kolonie wissen. Faldan ist unser Sprecher. Wer könnte Ihnen besser Auskunft geben als er? Ich muss gehen. Ganz ehrlich. Bitte tun Sie alles, was Sie können, um die Angriffe aufzuhalten. Ja, ich werde es versuchen, aber ganz ehrlich, hier ist was faul, oder? Hallo, Commander. Schön zu sehen, dass uns der Rest der Galaxie noch nicht vergessen hat. Bitte, ruhe dich aus, meine Liebe. Du darfst noch nicht sprechen. Aber Sie sollten wissen, dass... ich meine, Sie bedeuten viel für uns. Jetzt geht es mir schon besser. Kann man Ihnen irgendwie helfen? Mir geht's gut. Ich muss nur wieder klar denken können. Diese Schmerzen seit dem letzten Angriff... Es geht gleich sicher wieder. Sie zeigt keine Anzeichen einer Verletzung, aber sie scheint unter Schmerzen zu leiden. Sie muss sich ausruhen. Sie braucht nur etwas Ruhe. Okay, wir haben immerhin 2 vorbildlich Punkte bekommen. Und hier ist definitiv was faul. Was haben wir hier? Öffentliches Extranet-Terminal. Also, okay, nur ein Codex-Eintrag. Hier ist definitiv was faul, aber so richtig. Ich glaube, wir haben mit allen gesprochen, soweit ich das sehe. Wir gucken gleich nochmal ins Tagebuch. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge auf den Weg machen, ein paar Aufgaben zu lösen. Ich würde sagen, auf jeden Fall erstmal hier mit Wasser und hast du nicht gesehen. Und dazu müssen wir auf jeden Fall in dieser Richtung weiter. So, was haben wir denn jetzt hier im Tagebuch? Varan-Fleisch. Wir müssen also ein paar Varan erledigen und einen Alpha-Varan vor allem. Den Alpha-Varan finden und töten sie den Alpha-Varan. Okay. Wahrscheinlich, wenn der weg ist, dann kann er selbst wieder auf die Jagd gehen wahrscheinlich. Energiezellen benötigen wir. Wir müssen die Wasserversorgung sichern und wir müssen die Gas in den Tunneln erledigen. Ja, und darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Für diese Folge sind wir erstmal wieder durch. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst bitte einen Daumen hoch da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.